Ja, gut. Weißt du, wo es lang geht? Nee, keine Ahnung. Ja, dann gucken wir gleich mal auf die Schild ab. Ach, der Hof ist da. Ja, genau. Ah, ja, okay. Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute mit einer Weltpremiere und zwar machen wir einen Videopodcast und hoffen, dass es euch gefällt in zwei Teilen. Zu Gast, ihr werdet ihn alle kennen, ist der Lykanthrop Felix. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass es endlich geklappt hat und wir befinden uns gerade in der Nähe von Paderborn bei der Wewelsburg. Warum sind wir hier? Der Lykanthrop, für viele wird es überraschend sein, wohnt hier in der Nähe tatsächlich und kann auch Deutsch. Und da haben wir das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden und möchten gerne so ein paar markante Punkte hier aus seiner Umgebung besuchen und ein bisschen darüber sprechen. Wir sprechen über sein Leben. Ich freue mich sehr, deinen Proberaum kennenzulernen, den weltberühmten Proberaum. Und harre der Dinge, die da kommen. Herzlich willkommen und ja, ich hoffe, das wird ein schöner Tag. Bestimmt. Danke, dass ich da sein darf. Ach. Ja, wir sind jetzt im Inneren der Wewelsburg. Es tut uns leid, wenn ihr zwischendurch mal Hintergrundgeräusche hört. Wir sind hier nicht alleine. Leider hat uns unser Budget nicht hergegeben, dass wir die Burg für den ganzen Tag für uns alleine mieten konnten. Warum sind wir hier? Habe ich ja eben schon angekündigt. Er wohnt in der Nähe und wir möchten gerne diese markanten Punkte abfrühstücken. Und die Wewelsburg, das dürfte für nahezu jedem von euch ein Begriff sein, weil Anfang des 17. Jahrhunderts ein Bischofssitz. Viel mehr bekannt ist sie bei euch wahrscheinlich als Sitz der SS-Schule und der SS-Elite-Schule. Leider dürfen wir in das Museum nicht rein, zu diesem großen Saal, wo wir gerne gewesen wären. Ja, und was noch bekannt ist, ist, dass so, ich weiß nicht bis wann, aber mindestens bis in die 80er Jahre hinein der große Saal auch für satanische Messen aktiv genutzt wurde. Die ein oder andere Dokumentation darüber gibt es bereits auch auf YouTube zum Beispiel. So, aber jetzt kommen wir zu deinem Leben. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, so wie ich das mit jedem Gast mache, der bei mir in den Podcast kommt, wie bist du eigentlich zu der Musik gekommen, im Speziellen zum Black Metal? Wie hat dein Umfeld reagiert? Was waren deine ersten Berührungspunkte, deine ersten Konzerte? Und wie bist du dahin gekommen, selber Musik zu machen? Ja, ist auf jeden Fall eine sehr lange Geschichte. Oh, wir haben Zeit, das ist gut. Okay, das ist schon mal gut. Also ich habe angefangen, Gitarre zu spielen. Da war ich 5 Jahre alt, also ich bin eigentlich schon von klein auf immer viel mit Musik in Berührung gekommen. Meine Eltern, da bin ich auch sehr froh drüber, sind sehr musikalisch, also haben sich auch immer mit guter Musik, sage ich jetzt mal, also immer sehr viel handgemachte Musik umgeben. Ich komme aus einer Kleinstadt, wo auch sehr viele Musiker halt gewohnt haben. Welche Musik haben deine Eltern gehört? So, kennst du Bands? So rockiges, okay, alles Mögliche. So. Also kein Black Metal. Ach, das hätte komisch. Wäre ich jetzt auch überrascht. Ja, genau. Auf jeden Fall, dann habe ich halt mit 5 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. Ich habe halt klassische Konzertgitarre als erstes gelernt und war halt schon ein sehr wildes Kind. Also dann wollte ich auch immer ein bisschen mehr und dann ein bisschen mehr Richtung E-Gitarre und so. Da habe ich dann irgendwann mit 12 oder sowas dann auch angefangen, E-Gitarre zu spielen. Schon recht früh, ja. Und ja, dadurch, dass ich halt mit so einer Musik halt groß geworden bin, also eher so rockige Sachen, hat mich das halt immer schon so fasziniert. Und ich weiß zum Beispiel, die ersten
Schallplatten-Cover eigentlich nur, die ich gesehen hatte von Iron Maiden, fand ich halt schon völlig krank. Völlig beeindruckend. Total Alter, beeindruckend, ja, auf jeden Fall. Und ja, dann natürlich so als Teenager will man dann halt natürlich was Extremeres, was viel Krasseres und so. Und dann bin ich nach und nach immer mehr in den Metal gekommen. Wie bist du an deine erste Gitarre gekommen, wenn du gesagt hast, du hast bis mit 12 schon angefangen, Musik zu machen? Meine erste Gitarre, das war tatsächlich ein Onkel von mir, der hat damals schon E-Gitarre gespielt. Also ich hatte wirklich als Kind war ich schon immer viel mit Musikern unterwegs, halt Freunde von meinen Eltern. Mhm. Und habe da das dann halt immer schon faszinierend gefunden, immer wenn ich auf kleinen Konzerten war, in der Kleinstadt oder anderen Dörfern oder sowas, fand ich das halt schon ziemlich cool. Und mein Onkel damals hat mir dann meine erste E-Gitarre geschenkt, weil ich gesagt hatte, ja, habe ich voll Bock drauf, da drauf rumzuspielen und so. Und immer wenn wir da zu Besuch waren, also meine Tante hat in Berlin gewohnt und immer wenn wir dann da zu Besuch waren, konnte ich dann halt auf der Gitarre spielen und so. Und dann hat er mir irgendwann gesagt, so hier, schenke ich dir. Und fand ich halt natürlich total faszinierend und super dankbar. Ja, und dann habe ich damit meine ersten Erfahrungen so gemacht und bin dann auch relativ... ja, zügig dann auch eingestiegen, dass ich halt noch mehr wollte, also mehr in Richtung Metal und so. Hab dann auch die ersten Metal-Bands dann gehört. Das fing an mit, damals war zum Beispiel System of a Down und sowas. So, das ah, okay, war, ja. Also wirklich nicht so das Klassische, was dann alle erzählen. Dann könnt ihr jetzt ungefähr einschätzen, wie alt er ist. Genau, also ich bin 34 jetzt. Und das waren dann halt so... dass ich dann tatsächlich so aktiv mir selber Bands dann rausgesucht habe, die ich dann halt ne, selber mehr CDs gekauft habe und so. Das waren dann so Anfang der 2000er. Genau, und dann habe ich irgendwann dann auch Lust gehabt, eine eigene Band zu machen. Zum Black Metal selber bin ich relativ spät erst gekommen, weil damals war das ja auch noch nicht so wie jetzt. Ich weiß nicht, viele können sich das so gar nicht vorstellen, dass man gar nicht über Internet ständig die neueste Musik und ne, alle Sachen dann da erfahren kann. Sondern damals war das halt so, ich kenne irgendjemanden, der kennt irgendeine Band und der zeigt mir eine CD und dann hörst du dir das an und dadurch lernst du dann neue Musik kennen. Und dadurch, dass das halt so eine super Kleinstadt war und Metal dann ja auch damals schon nicht irgendwie so groß verbreitet im Mainstream war, war das dann halt so, dass du nicht ständig mit Black Metal oder irgendwelchen Underground-Sachen dann konfrontiert wurden bis. Sondern das kam dann erst wirklich ganz viel später. Ich glaube, das war so 2005, 2004, 2005 so um den Dreh, dass wir für wir hatten damals echt so eine Coverband. Wir hatten einfach Bock, Musik zu machen. Ne? Wir ein paar Leute, die halt so Musik gemacht haben und Bock auf Metal hatten. Dann haben wir halt uns einfach getroffen, immer zusammen irgendwelche Lieder nachgespielt von den Bands, die wir halt mochten, ne, Metallica, Slayer und so ein Kram alles. Und es ist halt natürlich in der Kleinstadt immer auch schwierig, gute Musiker zu finden, um dann auch eine komplette Band zu kriegen. Ich glaube, das ist teilweise in Großstädten schwierig. Wenn ich in meinem Umfeld mal reinhöre, wenn Musiker gesucht werden, die müssen ja auch nicht nur musikalisch passen, sondern auch charakterlich passen. Ja, auf jeden Fall, genau. Ja. Bringt dir nichts. Jetzt kommt das Flugzeug. Die Russen sind da. Genau, also bringt dir nichts, halt einen super Musiker zu haben, mit dem du halt menschlich gar nicht klarkommst. Ne? Mhm. Und wir hatten dann irgendwann das Glück, wir haben in der Schule einen Aushang gemacht, dass wir einen Schlagzeuger suchen. Und da war dann der Fabian, heißt er, der ist aus weiter weg hergezogen in die Kleinstadt. Mhm. Und der hatte schon Erfahrung mit Black Metal und so. Also der war halt schon so ein Black Metal-Fan. Mhm. Und der hat mir dann halt so die ersten Eindrücke von der neuen Musikrichtung für mich dann halt so gezeigt. Und was waren so Bands, die, ist da was hängen geblieben bei dir? Ja. Was sind so Bands, die, wo du sagst? Auf jeden Fall. Also das erste war Transylvanian Hunger. Ja, werde ich nie vergessen. Ja. Das war halt so echt der erste Song, die erste Band. Mhm. Also Dark Throne, was ich da halt gehört hatte. Und das war halt, wenn du dir halt vorstellst, dass du vorher nur dieses... Ja, ich würde jetzt aus der Black-Metal-Perspektive schon sagen, so die Metallica-Sachen, diese glatt gebügelten Produktionen und so. Und dann legt dir einer sowas dann dahin und du denkst so, what the fuck ist das denn jetzt? Ne? Fand ich aber super faszinierend. Dann halt so diese... Das ist aber auch ein gutes Album zum Einstieg, weil es ein bisschen rotzig rock'n'rollig auch in Teilen rüberkommt. Und dann ist Black Metal auch eingängig zum Einstieg, kann man sowas immer gut empfehlen. Also dieses Album, wenn jemand Black Metal vermitteln möchte, ist es genau ein Album, was definitiv dann mit in die Sammlung gehört. Auf jeden tatsächlich. Fall. Ich glaube, das ist sogar einfacher und eingänglicher als die ganzen klassischen Bursum-Sachen. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen reinhören. Ja, das ist noch gewöhnungsbedürftiger. Ja, genau. Nee, und dann halt so Dissection und so diese Sachen. Also das war so das, was mich sehr geprägt hat in der ganzen
Musikrichtung Black Metal auf jeden Fall. Genau, und dann haben wir dann irgendwann dann natürlich, kam es dann auch so, dass wir dann auch gesagt haben, okay, dann machen wir auch eine Black Metal Band. Also mich hat das dann halt so in den Bann gezogen, dass ich gesagt habe, so ey, das ist genau das, wo ich halt immer so nachgesucht habe. Also quasi noch extremer, schneller, härter und was halt ab von dem ganzen Mainstream-Kram ist, wo man dann auch seine kreative Freiheit mehr ausleben kann als bei anderen Musikrichtungen, fand ich jetzt persönlich zumindest. Also dass ich mich da ein bisschen mehr verwirklichen konnte. Und dann haben wir halt so die erste Garagen-Black-Metal-Band gemacht. Und ja, dann ist es halt eigentlich, hat das von da aus seinen Lauf dann genommen. Bist du denn früher schon auch zu Konzerten gegangen? Und was waren so deine ersten Metal-Konzerte, die du so gesehen hast? Und in welche Richtung ging das? Mein allererstes Metal-Konzert tatsächlich, weil wie gesagt, Kleinstadt, da war halt nicht viel mit Konzerten. Das waren dann halt irgendwelche Jazzbands oder sowas oder irgendwas, was halt so wirklich massentauglich ist. Was ich beim Hinfahren gesehen habe, ist natürlich hier, lebt richtig der Rock'n'Roll. Da war ein Plakat von Beatrice Egli und P. Werner. Also ich bin ein bisschen neidisch. Also mein erstes Metal-Konzert tatsächlich war dann auch direkt was Großes. Da sind wir nach Gelsenkirchen gefahren und da haben Metallica und Slipknot gespielt. Irgendwann. Die waren auf Tour und dann direkt auf der Arena auf Schalke. Also wirklich so völliger Overload für mich halt. Ne? Ja. Da waren wir mit ein paar Freunden, sind wir dahin gefahren und das war so mein erstes Konzert. Und dann so die ersten Underground-Konzerte. Beide geil, lass mich raten. Beide waren geil. Live. Beide waren geil. Lost Prophets waren Opener. Die waren richtig scheiße. Das haben die ganzen Zuschauer, die aber auch merken lassen. Also das war echt extrem. Da habe ich mich noch gefragt, so boah, wenn ich die Band wäre, das würde mir das Herz zerbrechen, weil alle setzen sich auf den Boden, alle unterhalten sich, keiner interessiert sich überhaupt für die Bühne. Das ist schon hart. Also schon hart. Aber andersrum, klar, ne, wenn du halt mit Metallica und Slipknot auf Tour gehst und du machst halt eine völlig andere Musik, musst du halt vorher schon wissen, dass du da ein Für die Leute, die die Band nicht kennen, welche Musik haben die gemacht? Sehr schlechte. Gut, diese Rubrik kenne ich auch zu Genüge. Genau, dann kamen irgendwann halt so die ersten, kleineren so Underground-Konzerte. Ich glaube, das, was man im Black Metal jetzt halt schon so kennt. Das waren auch gar nicht mal unbedingt Black Metal-Konzerte. Aborted war, glaube ich, eins meiner ersten Konzerte. Und das war halt so eine schnucklige, kleine Konzerthalle. Ich glaube, da gingen vielleicht 200, 300 Leute rein. Also von Metallica, große Arena in sowas dann halt wieder ganz was anderes. Und nach und nach kamen auch immer mehr, die dann halt Black Metal gehört haben, so in der Gegend. Und dann waren so die ersten privat organisierten Konzerte, so dann wirklich so ne, bei Band A im Proberaum dann. Und da treffen sich dann alle. Also das waren dann schon eher so diese Konzerterlebnisse in Richtung Black Metal für mich. Hast du dir das dann abgewöhnt, große Konzerte zu besuchen? Oder kombinierst du das? Oder gehst du überhaupt noch zu Konzerten heute? Also es sei denn, du spielst, also nicht, wo du selber spielst, sondern tatsächlich so als aktiver Fan noch? Ja klar, wenn ich irgendwo sehe, da spielt eine Band, die ich geil finde, dann gucke ich schon, dass ich da hin kann. Jetzt natürlich seit Corona sind halt sehr wenig Konzerte, aber grundsätzlich versuche ich das schon ab und zu. Es ist natürlich weniger geworden, ist ja jetzt auch, seit ich hier weit auf dem Land wohne. Ich habe vor kurzem noch eine lange Zeit in Essen gewohnt, da war natürlich, ne, bist du völlig verwöhnt mit Konzerten. Jedes Wochenende hast du 12 Konzerte irgendwo, wo du dich nicht entscheiden kannst, wo gehe ich denn hin. Ja, das ist auch ein bisschen Overload. Das ist das Problem von Ruhrgebiet oder von Berlin, dass da wirklich die Leute werden dann faul, wenn die nicht selbst im eigenen Wohnzimmer spielen. Die Band geht ja keiner mehr raus. Das ist ja tatsächlich so. Ist vielleicht ein Problem, was so diese Ballungszentren haben. Also ich kenne das hier von Candy aus dem Blackland oder so. Der kart manchmal richtig geile Bands ran und am Ende sitzen da 20, 30 Leute nur, weil wenn das nicht im selben Bezirk ist, gehen die Leute nicht mehr auch vor die Tür. Auf jeden Fall. Ganz schwierig. Ist auch, finde ich, immer traurig für die Vorbands, wenn es halt so lokale Bands sind. So, keiner interessiert sich dafür. Die Bühne ist voll mit den Musikern und davor steht der Soundmann und weiß ich nicht, ein paar Freunde. Ja, und die anderen stehen alle draußen und warten, bis dann halt die Hauptband losgeht. Ja, das das ist sehr schade. Ist oft schade, weil vor allen Dingen ganz oft ich das schon erlebt habe, dass eine Vorband tatsächlich besser war als der Hauptact. Sehr oft, weil die sich auch noch sehr viel Mühe gegeben haben. Genau. Also auf jeden Fall. Das fand ich auch zum Beispiel, wenn ich jetzt einen kurzen Schwenk mache, ich habe jetzt am Wochenende in München gespielt, mein erstes Konzert seit der Pandemie tatsächlich, also seit nur 2 Jahren stand ich das erste Mal wieder auf der Bühne, habe für Agrip Nie Gitarre gespielt und da habe ich gemerkt, ich glaube, das ist eine der wenigen Sachen, die man positiv aus dieser ganzen Corona-Geschichte mitnehmen kann. Dass bei allen Bands war es einfach rappelvoll. Also die Leute sind halt so ausgehungert nach Konzerten,
dass sie einfach sagen so, ey, ich kenne die Band zwar nicht, aber ich bleib da und feiere das jetzt einfach extrem. Mhm. Und das fand ich halt schon richtig schön zu sehen, dass halt so viele Bands, so viele Leute sich dann halt für die Bands interessiert haben und nachher dann auch gesagt haben, ey, ich kannte euch gar nicht und habe euch jetzt halt kennengelernt. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn für kleinere Bands, die dann halt Konzerte spielen, als Opener oder so zum Beispiel. Wer hat da noch gespielt in München? Ich weiß gar nicht, wie spricht man die aus? Opener waren Boethes Void, Elende und die andere habe ich jetzt total vergessen tatsächlich. Elende, wie war so das? Elende, weiß nicht. Elende, da haben wir auch diskutiert, wie spricht man die dann aus? Wie war denn so die Resonanz auf Elende? Das ist ja sehr, wie soll ich sagen, schmusige Black-Metal-Musik. Mhm. Wie war denn so die Resonanz auf diese Band? Ich glaube, durchweg positiv. Ja? Also die haben, ja, auch wie alle anderen Bands, volles Haus gehabt und alle haben die total gefeiert. Okay. Also das war super, der Sound war super, also das war wirklich ein Spitzenkonzert. Also von daher wirklich ein guter Wiedereinstieg nach der ganzen konzertfreien Zeit mal wieder sowas zu machen. Bei Linde merkt man, dass sie relativ kurz, relativ populär geworden sind, aber dafür schon sehr professionell sind. Mhm. Also so kommt mir das vor, als ich, als ich denen mal begegnet bin. Ja, ja, jetzt fahren wir nachher in einen Proberaum. Mhm. Für alle Insider, wir waren da schon. Wir müssen nur so tun, als würden wir gleich noch hinfahren, damit die Reihenfolge gewahrt bleibt. Dann sprechen wir natürlich auch über deine Leidenschaft, die Musik selber zu machen. Aber wie kam denn für dich die Idee auf, ja, dich so in dieser Musik zu festigen und dann auch selbst so die Musik zu covern? Also tatsächlich zu sagen, ich mache jetzt diese Musik für mich und mache dann diese Videos. Was war so die Initialzündung? Gab es da einen Moment, wo du... Also die YouTube-Sache an sich so? Genau. Puh, das ist ja noch eine lange Geschichte. Also, ich habe halt mein Leben lang immer schon Musik gemacht, hatte dann ja auch meine Bands und so. Und so bin ich auch ans Schlagzeug gekommen, dass ich ja dann Songs geschrieben habe. Und dann hat mein Drummer sich immer beschwert, das kann man nicht spielen. Ne? Also, was weiß ich, dann mit 350 BPM Blastbeats oder so. Und dann habe ich so, wie, weiß ich nicht, auf dem Programm geht das. Und dann habe ich ja gesagt, okay, dann lerne ich halt selber nochmal Schlagzeug. Und irgendwann habe ich halt alles so an Instrumenten gespielt. Und dann kam irgendwann der Moment, da hatte ich halt eine ziemlich schwere Verletzung. Also ich habe mir die Halswirbelsäule kaputt gemacht. Oh Gott. Und hatte dann für ein halbes Jahr beide Arme gelähmt. Jeder will jetzt wissen, wie das passiert ist. Das ist eine lange, lange Geschichte. Ja, wir haben ja Zeit, haben wir ja schon gesagt. Hau mal raus. Es kam tatsächlich... Ja, die Zuschauer hier möchten das auch gerne wissen. Also es war tatsächlich, was mich selber erstaunt hat, war stressbedingt. Also ich habe bei der Arbeit halt sehr viel den Fokus auf die Arbeit gehabt und gar nicht mehr den Fokus auf mich. Und im Endeffekt war es halt, dass ich mir irgendwann zwei Bandscheibenvorfälle zugezogen habe und drei Halswirbel da, also quasi durch die Arbeit kaputt gemacht habe. Das Problem dabei war dann halt, dass von den Bandscheiben das auf die Nerven gedrückt hat. Und das sind genau die Nerven, die dann in die Arme gehen. Okay. Deswegen hatte ich halt beide Arme gelähmt und musste dann halt, weil ich wollte halt keine OP haben. Also die OPs für Bandscheiben und sowas, ist dann eigentlich so, dass du ja so 50% Chance hast, dass das funktioniert. Okay. Und bei denen, wo es funktioniert, ist dann eigentlich so, dass die irgendwann dann halt wieder einen Rückfall haben und dann hast du wieder dieselben Beschwerden. Also von daher bin ich dann halt mit den Ärzten und meiner Reha-Frau so verblieben, dass ich das halt probiere erstmal durch Sport und alles Mögliche sonst irgendwie wegzukriegen. Und das hat auch funktioniert. Also insgesamt waren es echt so 5 Jahre Reha-Phase. Und wie gesagt, nur zum Glück nur 6 Monate, die ich halt so meine Hände nicht wirklich benutzen konnte. Aber ich musste halt alles neu lernen. Also Schlagzeug, Gitarre und so weiter. Und oh Gott. Weil ich ja sagte, ne, das habe ich halt mein Leben lang gemacht, war es halt so, dass, also ein Weltuntergang natürlich für mich. Und ich hatte eine Physiotherapeutin, die wirklich sich sehr gut um mich gekümmert hat. Und die hat mir irgendwann gesagt, pass auf, wenn du die Sachen halt neu machst. Also mein Ziel war erstmal, so meine Songs, meine Favorite Songs, so meine Lieblingssongs erstmal wieder spielen zu können überhaupt. Und die hat dann halt gesagt, pass auf, stell dir eine Kamera hin, dass du auf deine Haltung achtest und so. Ne? Weil wenn du einen Spiegel hinstellst und dann immer da reinguckst, dann bist du natürlich auch auf einer ganz anderen Haltung, als wenn du halt unbewusst dir das nachher halt anguckst. Und so habe ich dann erstmal angefangen, Videos von mir selber zu machen, wie ich irgendwelche Cover-Songs dann halt spiele. Ne? Weil das waren die Songs, die ich halt nachspielen konnte, um einfach zu gucken, wie ist jetzt mein Verlauf, mein gesundheitlicher Verlauf so. Und dann ist mir irgendwann der Computer abgestürzt. Und dann waren halt alle Videos weg. Und dann hat mir irgendeiner erzählt, ey, da gibt es doch diese damals für mich neue Plattform YouTube.
da kannst du auch die Sachen einfach hochladen, dann sind die auch niemals weg. Mhm. Und so hat das dann halt angefangen, dass ich dann gesagt habe, okay, dann mache ich jetzt halt so die Videos, lade die da hoch und dann sind die für mich erstmal safe. Hat doch damals keinen interessiert so, ne? Also ich hatte irgendwie, ich bin völlig ausgeflippt, als ich mal irgendwie 150 Views für irgendein Video hatte, ja. Wo ich irgendwie Drumcover oder sowas gemacht habe. Und weil es dann aber auch Spaß gemacht hat, so habe ich mich ein bisschen mehr mit Videosachen beschäftigt und dann gedacht, ja, muss auch nicht immer nur ein Drumcover oder Gitarrecover, sondern dann mache ich halt alles komplett so. Ne? Und dann war das irgendwann so ein Selbstläufer. Und das hat halt Spaß gemacht, dann habe ich da weitergemacht und ja, es hat halt, irgendwann ist es dann durch die Decke gegangen. Ich glaube, nach dem Dunkelheit-Video von Bursum, das ist dann irgendwann sehr erfolgreich geworden. Da sprechen wir im Proberaum bestimmt gleich nochmal drüber. Ja. Und genau, so ist das dann eigentlich zustande gekommen, dass ich dann halt, ja, das war nicht meine Absicht, sondern war eigentlich quasi eine Reha-Geschichte. Und wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Also du hast ja gesagt, wir gehen ja nachher drauf ein, in welchen Bands du gespielt hast und was du da so erfahren hast. Ist durch diese Plattform YouTube und dadurch, dass du in der Szene ja relativ populär bist, kommen da Bands auf dich zu und sagen, dass sie dich brauchen? Oder ist das eher so, dass das so eine Mund-zu-Mund-Propaganda ist, zu sagen, okay, den kannst du für alles einsetzen, den kannst du als Session-Musiker nehmen oder als Live-Musiker nehmen? Wie ist da der Ablauf? Ja, das passiert schon ab und zu. Ich habe ja vorher dann auch schon so Session-Jobs gemacht, also entweder Gitarre oder Schlagzeug irgendwo dann gespielt, ob jetzt live oder auch Studio, also häufiger Studio, aber auch sehr häufig live. Aber das passiert dann schon ab und zu, dass die Leute dann halt mich anschreiben und sagen, ey, wir brauchen einen Drummer fürs nächste Album oder so, hättest du da Bock drauf? Mhm. Weil ich das ja nicht hauptberuflich mache, habe ich dann schon halt so den Vorteil, dass ich mir dann rauspicken kann. Also ich mache eigentlich Sessions nicht für Kohle oder so hauptsächlich. Klar, das muss auch ein bisschen bezahlt werden. Aber ich sage dann nicht, ich mache jetzt alles, sondern ich suche mir dann die Bands raus, wo ich dann sage so, ja, das finde ich halt geil, das klingt richtig cool, ist ein geiler Stil und da habe ich Bock halt mitzumachen. Also der Musik wegen. Also liebe Bands, die jetzt alle einen Musiker sucht, du kannst davon ausgehen, dass ich jetzt ein paar Nachrichten erreiche. Ja. Und sonst, wie hat sich dein Leben grundlegend verändert, seit du so in der Black-Metal-YouTube-Öffentlichkeit stehst? Nicht so, dass ich irgendwie bewusst was mitbekomme. Mhm. Also ich halte mich ja so auch generell eigentlich immer so ein bisschen im Hintergrund, wenn ich irgendwo bin. Deswegen bist du auch hier? Deswegen bin ich auch hier. Also ab und zu habe ich das schon gemerkt, so wenn man mal privat auf Konzerten ist oder so, dann wird man halt doch schon öfter mal erkannt. Super unangenehm manchmal auch, weil ja, man läuft halt durchs Publikum und denkt halt so, ne, die Leute sind ja wegen den Bands da und nicht, dann kommt halt so, ey, kann ich ein Foto mit dir machen oder so. Finde ich sehr, sehr strange. Aber dadurch, dass wir ja auch in so einem Genre sind, wo es alles sehr familiär ist, hält sich das noch in Grenzen. Also es ist dann schon so, dass man dann auch nach dem Konzert oder so, wenn die Leute halt zu einem kommen, dann quatscht man halt ganz normal. Also, ne, Leute wie du und ich halt, ne, und man kann dann sich austauschen. Ich finde halt, auch die bringen alle interessante Storys mit. Also ich bin dann auch immer sehr interessiert, ne, was die dann erzählen, ihre Erfahrungen oder das Einzige, was ich dann halt schon öfter mal habe, ist, dass die dann zum Beispiel sagen, hey, kennst du die Band, kennst du das oder so und mir dann halt so neue Sachen dann zeigen. Mhm. Wo ich mir dann nie Bandnamen merken kann. Ja. Aber ich bin da schon sehr dankbar für alle möglichen neuen Tipps oder so. Ne? Also das tue ich mir dann auch an. Also ich lese auch so gut es geht alle Kommentare und die schreiben dann... Tatsächlich? Ja, doch. Also ja. Ist es noch nicht so viel, dass man keine Zeit hat. Wollte gerade sagen, bei mir geht das noch. Ich habe dann vielleicht 30 Kommentare unter so einem Video, aber bei dir ist es ja ein bisschen mehr. Also ich gebe mir schon Mühe, also zumindest bei den neuesten Videos, dass ich dann da ab und zu mal reingucke und dann mir auch alles durchlese und dann kommt dann auch öfter mal so, hey, cover doch mal dies oder spiel doch mal das oder kennst du die und die Band? Und oft kenne ich die dann nicht und dann finde ich das halt schon ziemlich cool, weil ne, so tauscht man sich ja auch aus. Wenn du neue Leute auf Konzerten kennenlernst, dann quatsch mal auch über neue Bands zum Beispiel. Das ist tatsächlich so. So, wir fahren dann jetzt in den Proberaum und danach in die Externsteine. Eigentlich fahren wir jetzt schon zu den Externsteinen, weil wir den Proberaum ja abgedreht haben. Aber wir vergessen haben, im Proberaum zu erwähnen, dass wir zu den Externsteinen fahren. Muss ich das jetzt nochmal so ansprechen? Ich hoffe, das ist völlig in Ordnung für euch. Dann bis gleich. Tschüss.
Hier sind wir nun in den heiligen Hallen. Jeder, der schon mal irgendwas mit Gitarre gehört hat, der wird diesen Raum kennen, vielleicht sogar noch den alten Raum eher kennen, aber den neuen Raum kennen. Erzähl doch mal bitte was. Erzähl mal was zu deiner Ausstattung. Wieso hast du einen neuen Raum eingerichtet? Warum sieht der so schick aus? Und du hast doch eine spannende Stoffgeschichte, hast du gesagt. Ja, also ich bin irgendwann umgezogen hier weit aufs Land und deswegen, vorher habe ich in Essen gewohnt und war da halt immer in meinem kleinen Raum. Der war ja 3x3,5 Meter ungefähr, also wirklich sehr kompakt. Der sah halt immer viel größer aus, wegen den ganzen Weitwinkelkameras. Und jetzt habe ich halt das Glück, auf dem Land sind die Mieten halt ein bisschen erschwinglicher. Ich habe dann halt hier diesen Raum gefunden. Als Abstelllagerraum wurde der halt ausgeschrieben bei eBay Kleinanzeigen. Der ist halt deutlich größer. Also ich glaube, es sind 5,5 x 7,5 Meter. Also kriege ich auch ein bisschen mehr unter. Das war vorher halt so eine super hässliche Holzvertäfelung. Und ich hatte einfach keine Lust, das alles zu streichen und habe gedacht, ja, schwarz ist natürlich sowieso geil. Bin auf die Idee gekommen, halt dann die ganzen Wände mit Stoff so einmal zuzutackern, weil dann kann man es ja nachher auch wieder rückgängig machen, wenn ich dann doch mal wieder hier rausgehe. Und das Blöde war dann, wo ich halt gar nicht mitgerechnet habe, war halt, dass das so viele Quadratmeter sind, Wandfläche, und der Stoff, der war dann halt unfassbar teuer. Aber ging halt relativ schnell, ja, und im Nachhinein habe ich auch gemerkt, für Beleuchtung und so ist nicht so toll. Also schwarz auszuleuchten ist halt schon ziemlich schwierig. Aber ja, sieht gemütlich aus und funktioniert. Aber es kommt gut bei deinen Videos rüber, auch diese Beleuchtung. Also ja, muss ich sagen, dass ich weiß nicht, wie viel Arbeit du nachher zum Nachbearbeiten hast, aber grundsätzlich sieht das fantastisch aus. Sehr atmosphärisch, also ich fühle mich hier schon direkt pudelwohl. Ja, erzähl mal ein bisschen was zu deinem Equipment. Also wenn du sagst, dein letzter Raum, der war erheblich kleiner, wie hast du eigentlich das Schlagzeug da reinbekommen? Ja, also im letzten Raum war das Schlagzeug quasi alles im Raum. Ich hatte dann an der Wand so ein bisschen noch Platz für die Verstärker. Und es war halt schon sehr, 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 sehr eng alles. Hat aber ganz gut funktioniert. Ja, und jetzt hier habe ich halt ein bisschen mehr Platz. Also da war es halt wirklich, alleine war dann halt schon voll. Also wenn ich dann mal ab und zu Leute drin hatte, ganz selten mal, die dann mit mir irgendwie zusammen Musik gemacht haben oder so, dann standen wir halt auch sehr dicht an dicht. Also das war ja eigentlich Mittel zum Zweck, um alleine da vernünftig üben zu können. Aber viel mehr war das dann auch nicht. Ja, dann zeig uns mal ein bisschen was von deinem Equipment. Das interessiert die Leute sicherlich sehr. Ja, also jetzt, ich würde den Raum quasi immer in zwei Hälften unterteilen. Also das ist quasi die Schlagzeughälfte und das ist so die Gitarre- und Basshälfte. Da habe ich halt hier einmal das komplette Schlagzeug und da steht auch der Aufnahmekram, also Interface und so ein Kram, alles. Hier ist halt mein Schlagzeug, das habe ich schon ein paar Jahre, ein paar mehr Becken als früher. Leute, ich sag euch, wie es ist. Ich sag euch, wie es ist. Das sieht in Realität noch beeindruckender aus als im Video, ist tatsächlich so. Ja, ich weiß ja nicht, wie technisch ich werden soll. Also es ist halt ein Tama-Schlagzeug und ausschließlich meine Becken. Ja, bin ich eigentlich immer mit zufrieden gewesen und es funktioniert super. Ich mache ja mittlerweile auch den Sound, lasse ich extern mischen, vom Tobi von Roadkill Music Production. Ach was. Habe ich echt lange auch gebraucht, um da hinzukommen, also wirklich Sachen außer Hand zu geben und andere Leute machen zu lassen. Ich bin ja so einer, der gerne halt alles selber macht, weil ich dann halt so die Kontrolle drüber habe und weiß, wie es dann nachher wird, wie ich mir das vorstelle. Aber ich habe dann gemerkt, wenn der Tobi das macht, ist dann halt ein paar neutrale Ohren da drauf. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Song aufnimmst, wo du das Schlagzeug besonders geil findest oder so, oder wo ich das Schlagzeug besonders geil finde, dann passiert es halt automatisch, dass das Schlagzeug ein bisschen mehr in den Vordergrund kommt. Mhm. Ja, und wenn da halt einer, der halt wirklich Tontechniker ist, die ganzen Sachen dann mixt, dann macht er das halt schon neutraler und so, dass es halt im Gesamtkonzept dann auch besser passt. Deswegen, das habe ich dann dem Tobi gegeben. Und der Tobi hat auch gesagt, also ihm ist halt direkt aufgefallen, als ich halt zu Meinl gewechselt bin, dass die Becken halt viel differenzierter zueinander sind. Also du hörst jedes Becken einzeln viel besser, merkst dann auch, das ist halt ein anderes Becken als das davor und so. Also da bin ich halt sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Wahl, die ich jetzt getroffen hatte. Das sieht schon tatsächlich sehr beeindruckend aus. Und ja, wir kommen gleich dazu, wie du dazu auf die Idee kommst, welchen Song du gerade einspielen willst und so weiter und so fort. Ja, aber wo wir gerade bei den Drums sind, welches Lied war denn, was du eingespielt hast von den Drums, am kompliziertesten und du hast am längsten gebraucht? Anfang des Jahres habe ich von Mayhem den Impius Devius Leperlord gemacht und der war schon so sehr anstrengend für den Kopf. Ja. Also doch, auf jeden Fall, weil da halt sehr abstrakte Sachen drin sind und
ja, ich habe ich glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ich mag das nicht, Sachen irgendwie in Teilen aufzunehmen, sondern das, ich will halt so dieses Live-Feeling auch so ein bisschen haben. Mhm. Das ist halt von Anfang bis Ende durch und da muss der Take halt sitzen. Und da sind halt schon so ein paar sehr komische Sachen da drin, wo du teilweise den Taschenrechner anschmeißen musst und gucken musst, wo ist denn die 1 jetzt. Ja. Und der war doch schon ein bisschen, der hat ein bisschen länger gedauert. Okay. Ja, das war so der komplizierteste, glaube ich. Und anders, was ging so leicht von der Hand? Leicht von der Hand, mal überlegen. Sachen, die ich dann zum Beispiel schon länger kann, zum Beispiel Mother North habe ich vor kurzem nochmal neu gemacht. Und weil ich den auch schon oft live mit Nagot gespielt hatte, zum Beispiel, kannte ich den halt in- und auswendig. Also solche Sachen gehen halt schon eher leicht von der Hand. Was teilweise dann auch ein bisschen schwierig ist, sind zum Beispiel so Sachen wie Jesus Tod oder so von Bursum, die dann halt sehr monoton sind, wo halt wenig Wechsel kommen, dass du dann halt nicht in deine Zone verfällst und dann irgendwann aufhörst zu zählen oder so und dann weißt du halt dann irgendwann nicht nach dem 25. Durchlauf, wo ist denn jetzt die 1 und wo kommt jetzt das Crashback mit hin oder so. Jesus Tod ist übrigens den Song, den ich am meisten von dir echt mir angehört habe. Ah, okay, ja, cool. Tatsächlich. Ist für mich sowieso ein Leib- und Magen-Song und ich finde, das ist sehr gut umgesetzt, ohne zu schleimen, das meine ich tatsächlich so. Ja, danke. Ist wirklich sehr gut umgesetzt. Der hat auch so eine gewisse Wucht, die es im Original so nicht gibt, weil es ja sehr, sehr minimalistisch klingt. Ja. Und das hat mir da sehr gut gefallen tatsächlich. Jesus Tod, finde ich, ist subjektiv, aber ist mein, nicht, dass ich jetzt alle gehört habe, die du gespielt hast, aber das ist tatsächlich mein persönlicher Favorit, den du eingespielt hast bisher. Ja, tatsächlich. Danke. So, dann kommen wir jetzt mal, übrigens das weltbekannte Mikrofon. Ist das so? Ja, ich glaube, dass der eine oder andere das bestimmt schon gesehen hat. Okay. Jetzt kommen wir mal zu den Gitarren. Ihr wisst ja alle, dass ich ungefähr gar keine Ahnung von Musik habe. Abgesehen von Bassgitarre, das kann jeder. Ah. Erzähl uns noch mal ein bisschen zu deiner Ausstattung an den Seiten. Ja, also hier sind meine Amps. Eigentlich mittlerweile, hatte ich glaube ich auch schon in ein paar Videos erzählt, benutze ich überwiegend nur noch die kleinen Mini-Lunchbox-Amps hier oben. Die habe ich tatsächlich auch eigentlich bei allen Konzerten. Also immer, wenn ich irgendwo live spiele, nehme ich mir den mit, weil passt in den Rucksack und ist auf jeden Fall laut genug. Also auch für eine Probe, also gegen Schlagzeug kommt der auf jeden Fall an. Und ja, bevor du jetzt halt hier so ein Riesenteil immer mitschleppst, geht so ein Teil halt auf jeden Fall sehr gut. Klingt super geil. klingt auf jeden Fall echt gut. Und deswegen bin ich ein totaler Fan von den kleinen Amps geworden. Und was wollte ich sagen? Und überwiegend für Gitarre zum Beispiel nehme ich eigentlich nur noch das mittlere Teil. Der ist fast komplett schon in Rente, sag ich jetzt mal. Aber natürlich sieht von der Symmetrie auf jeden Fall besser aus. Bass nehme ich trotzdem noch mein uraltes Topteil und die Box. Oft splitte ich das Signal dann und nehme den dann nochmal extern auf. Aber bevor es jetzt zu technisch wird... Also ich hatte sowieso gedacht, weil viele Leute halt mal nachfragen, dass ich jetzt demnächst mal so eine Studiotour, vielleicht eine Guitar-Section-Tour oder vielleicht auch eine Drum-Tour so mache, wo ich dann mal ein bisschen mehr ins Detail gehe. Ich glaube, das können dann die Leute, die das wirklich interessiert, können sich dann sowas dann vielleicht angucken. Dass sie mich nicht vollballern mit Nachrichten, warum bin ich dann die Kiefer ins Detail gegangen, das hatten wir schon mal. Ja. Ja, und dann erzähl noch ein bisschen was zu deinen Klampfen hier. Ich habe jetzt nur zufällig ein paar Gitarren da. Also den Bass habe ich da, weil ich gerade für das nächste Videoprojekt, was ich vorhabe, hatte ich was ausprobiert. Und da willst du noch nichts sagen zu. Habe ich gerade vergessen, worum es da geht. Ja, das habe ich mir gedacht. Die beiden Gitarren hatte ich jetzt tatsächlich, war jetzt am letzten Wochenende in München auf einem Konzert, habe ich das erste Mal bei Agrip Nie Gitarre gespielt und hatte die beiden Gitarren dann auch dabei. Habe sie echt lieben gelernt jetzt mittlerweile. Ich bin totaler Harley-Benton-Fan. Also Harley-Benton ist so eine kleinere Marke hier aus Deutschland. Thomann, das große Musikhaus, die haben halt so eine eigene Marke dann geschaffen. Und ich habe immer halt gedacht, das ist halt so Billig-Gitarren für Anfänger und so der letzte Rotz, den keiner haben will. Und bin dann durch Zufall so darauf gekommen, weil ich halt immer viel kleines Equipment oder so von denen ausprobiert habe. Fand das richtig gut. Da habe ich gesagt, dann checke ich mal halt die Gitarren aus. Und ich spiele die jetzt mittlerweile mehr als meine vierstellig teuren Gitarren und bin einfach völlig fasziniert davon. Also auf jeden Fall super, super gut.
Wenn du das alles mal so über den Daumen peilst, du musst ja keine genaue Summe nennen, aber wie viel Geld hast du ausgegeben für deine Technik? Zu viel. Gibt es das? Zu viel Geld für Musiktechnik? Ja, es kostet natürlich viel. Viele Leute sagen dann auch so, boah, Wahnsinn, wie viel Geld verdienst du denn? Was hast du denn für einen Job oder sonst was? Man darf halt nicht vergessen, also ich bin mein ganzes Leben schon Musiker und eigentlich war das halt so mein einziges und großes Hobby und dann natürlich alles, was ich verdient habe, ist halt immer in das Hobby geflossen. Mhm. Ne? Also dann habe ich mir irgendwann dann das Schlagzeug zusammengespart, irgendwann ein Rack dazu gespart. Also es ist nicht so, wenn wir zum Beispiel nur von meinem Schlagzeug reden, ich glaube, das ist schon ein Zehner, den man dafür hinblättern müsste. Aber es ist ja nicht so, dass ich dann irgendwann in den Laden gegangen bin und gesagt habe, so ja, hier, ich nehme jetzt alles auf einmal, sondern irgendwann kam halt das Schlagzeug, dann irgendwann die Fußmaschine dazu und dann hatte ich halt so die anderen immer zum Teil dazu gekauft. Okay. Ne, und dann kommt das halt so über die Jahre. Ja, und jetzt haben wir noch keine Summe gehört. Boah, gute Frage. Also ich glaube, Schlagzeug, wie gesagt, ein Zehner und ich glaube, das gleiche für die Gitarren nochmal. Mhm. Ja. Also ich glaube, ist schon ein guter, Auto. Ist ein gutes drin. Auto ist das schon. Okay. Deswegen fahre ich auch nur so eine Schrottkarre. Weil halt das ganze Geld dann hier rein. Hauptsache, du kommst zum Proberaum. Ja, genau. Aber ich hatte du tatsächlich auch 7 Jahre zum Beispiel gar kein Auto. Ach. Das fällt dann natürlich auch so rein. Also je nachdem, was du für Lebensstandard so drumherum hast. Ne? Also wenn du halt immer große Bude brauchst, fetten Fernseher oder so, dann natürlich bleibt halt nicht so viel von deinem Ersparten dann über für andere Sachen. Also stimmt das Gerücht tatsächlich, dass Musiker tatsächlich nie mehr von der Musik leben können? Ja, vor allem wenn es um Black Metal geht, keine Chance. Also solange du nicht Satyricon bist oder so, glaube ich nicht, dass irgendeiner überhaupt mal davon leben kann oder so. Der hätte das ausgeschlossen. Habe ich zumindest noch nicht erlebt und ich kenne auch, glaube ich, noch keinen. Ja, also wenn ich so in meinem Umfeld von den Leuten, die ich kenne, die haben alle Job, Familie, da läuft die Musik, leider in Anführungszeichen, läuft es ein bisschen nebenher. Und dann finde ich es umso bemerkenswerter, wenn Musiker sich trotzdem so viel Zeit nehmen, so eine hohe Priorität in die Musik setzen, dass trotzdem was Vernünftiges bei rumkommt und das nicht so als Ballast gesehen wird, sondern tatsächlich, dass man in der Musik die Leidenschaft hört. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das auch viel häufig wertschätzt wird, das glaube ich tatsächlich. Aber ich glaube auch, dass viele Leute die Musik, gerade weil es auch so die Masse ist, die gerade aktuell so rauskommt, dass sie völlig als selbstverständlich wahrgenommen wird. Ja. Wo viele nicht wissen, was dahinter steckt eigentlich. Wie viel Arbeit und wie viel Liebe und wie viel Verzicht ja auch. Ich meine, für das ganze Geld kannst du ja, weiß ich nicht, 2x mehr im Urlaub fahren oder so, theoretisch. Ja, ja, also das ist oder schon. Stichwort Urlaub, dass sowieso der ganze Urlaub ja dann auch für Konzerte, Tourneen und sowas dann draufgeht. Ja. Weil wenn du halt arbeiten gehst, dann kannst du nicht einfach sagen, ja, dann mache ich jetzt hier 3 Wochen Tour in Europa, 3 Wochen Tour da und da, sondern dann geht halt dein kompletter Jahresurlaub dann. Dann brauchst du eine sehr verständnisvolle Freundin. Das auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, du bist dankbar. Ja, doch, doch. Also meine Frau, die ist da schon sehr unterstützend. Also, sehr gut, alles klar. Gut, dann haben wir den Part auch. Ja, dann kommen wir mal ein bisschen zu dem praktischen Teil, was die meisten Leute sicherlich interessiert. Fangen wir mit dem Thema an, was natürlich allen auf den Nägel brennt. Und zwar, wie kommst du eigentlich zu deiner Musikauswahl? Wie entscheidest du, welchen Song du einspielst? Das ist eigentlich immer sehr zufällig. Also im Prinzip sind das immer irgendwelche Songs, die ich jetzt halt lange Zeit gehört habe oder die ich jetzt vor kurzem entdeckt habe oder so, die mit denen ich irgendwie eine Verbindung habe oder so. Also die mir irgendwie wichtig sind, wo ich dann denke so, ja, den will ich irgendwie entweder für mich selber lernen oder ich hätte Bock, den halt vernünftig aufzunehmen. Ne? Also vor allem bei den ganzen Oldschool-Black-Metal-Sachen, die halt in so einer Kartoffelqualität sind, dass man die dann halt ein bisschen besser aufnimmt. Also dass ich dann halt selber Lust drauf habe, das neu zu machen. Und eigentlich gibt es da keinen irgendwie festen Plan oder so, wie ich mir Songs aussuche. Also ich gehe jetzt nicht daher und gucke, was ist denn jetzt ein super beliebter Song? Welchen Song würden jetzt viele Leute hören oder so? Sondern da mache ich einfach frei Schnauze, worauf ich gerade Lust habe. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du Songs eingespielt von relativ populären Black-Metal-Bands oder von den populärsten Black-Metal-Bands. Aber so richtig in den Underground, abgesehen jetzt von so Ausnahmen wie Batushka damals oder so, gehst du ja selten. Woran liegt das? Hast du da irgendwie nur den Anspruch, irgendwelche Klassiker, die natürlich ohne Zweifel irgendwelche Klassiker sind, die natürlich auch Fingerfertigkeit und musikalische Intelligenz erfordern, einzuspielen? Oder bist du da eigentlich, oder fehlt dir da die Herausforderung bei kleineren Bands oder unbekannteren Bands? Ja, ich glaube eher das. Also ich habe ja auch
ich glaube zum Beispiel von Behexen habe ich mal einen Song gemacht und der ist ja auch nicht irgendwie durch die Decke gegangen, dass sich den viele Leute angeguckt haben. Ich glaube, bei mir ist das dann auch so, ne, dass die Klassiker dann eher bei mir hängen bleiben und dass ich die dann halt sehr oft höre oder zum Beispiel auch damit quasi groß geworden bin, was jetzt Black Metal angeht zum Beispiel und deswegen dann halt eher so den Ehrgeiz habe, dann die Sachen in Angriff zu nehmen. Dass das dann halt zufälligerweise dann halt irgendwelche größeren Bands sind oder erfolgreicheren, bekannteren Bands, weil so bin ich ja dann auch dahin gekommen. Also ich bin ja nicht in den Black Metal gekommen und habe direkt irgendwelche Underground-Bands als erstes kennengelernt, die sonst halt niemand kennt, sondern man fängt ja auch erst mit den Bands an, die halt dann alle kennen, in der Szene zumindest. Ne? Und Sekunde, ich muss gerade die Frage formulieren im Kopf. Jetzt habe ich einen kompletten Faden verloren. Sekunde, ich bin gleich wieder drin. wir haben ja eben zum Beispiel schon über Jesus Tod gesprochen. Jetzt gibt es natürlich, um das Thema mal abzufrühstücken für eine Minute, gibt es natürlich Leute, die Bursum für fragwürdig halten. Ob das jetzt in unserem Genre, wenn man so drin ist in der Szene, ob das so greift, ob das Leute sind, die ein bisschen extern darauf zugreifen, ist eine andere Sache. Aber hast du, wenn du zum Beispiel Bursum coverst, hast du da auch irgendwelche negativen Auswirkungen gemerkt? Also, dass die Leute dich angefangen haben, irgendwie zu beleidigen oder dich in eine Ecke zu stellen, die du für dich gar nicht beanspruchst? Ja, auf jeden Fall. Wobei, da muss man jetzt abwägen, ist das jetzt was Negatives oder was Positives? Ich glaube, für meinen Kanal ist es deutlich was Positives geworden, weil das war die Zeit, als ich den Dunkelheit-Song gemacht habe. Damals kannte mich ja auch noch kein Schwein. So. Und das war erst tatsächlich durch diesen YouTube-Algorithmus, je nachdem, wie viele Leute kommentieren und so. Und da waren halt Leute, die haben sich Maul zerrissen ohne Ende unter dem Video und wer weiß, was an den Kopf geschmissen haben. Und dann natürlich andere, die das mich dann verteidigt haben und keine Ahnung was. Und ich habe halt gesagt, so, ich habe halt sowieso keine Lust auf sowas, so ein Kram. Und dann habe ich die einfach labern lassen. Und dadurch ist dann von jetzt auf gleich das Video total durch die Decke gegangen. Und dann natürlich alle anderen Videos auch. Die Abonnentenzahlen sind nach oben gegangen. Also von daher, dieses Negative hat sich doch sehr zum Positiven entwickelt. Auf jeden Fall gibt es immer Leute, die halt da sagen, dass Bursum immer sehr fragwürdig ist. Merkt man ja jetzt im Moment auch, sobald jemand was über Bursum bei Facebook oder Instagram postet, dann wird er ja direkt für 30 Tage geblockt oder so. Ist mir tatsächlich jetzt auch das erste Mal bei Instagram passiert. Das war der Studioumzug hier. Da habe ich immer wieder mal Stories gepostet, wie jetzt gerade so der Stand der Dinge ist. Und da hatte ich, du kannst ja so Songs dann einfügen. Ne? Und da hatte ich, ich glaube von Bursum, ich weiß nicht mal mehr, welcher Song das war, hatte ich den damit eingefügt in eine Story. Moment, damit ich es richtig verstehe. Du da kannst den Song einfügen, wenn du da auf Musik klickst, aber dann sperren sie dich. Ja, genau. Und das ist ja jetzt kurios. Aber auch fast ein Jahr nachträglich. Also das war ja letztes Jahr noch der Umzug. Dann habe ich jetzt vor ein paar Wochen oder so die Benachrichtigung gekriegt, dass ich halt irgendwas, wie war das denn nochmal? Ich habe Content geteilt mit gewaltverherrlichenden oder gefährlichen Gruppierungen oder sowas. Irgendwie sowas, so völlig bescheuert. So, und jetzt erzähle ich dir was. Auf dem Barter Metal Open Air waren Totenwache. Totenwache haben Jesus Tod gecovert auf dem Barter Metal Open Air. Ich habe das komplett gefilmt und hochgeladen. Mein Hartschnack-Account wurde tatsächlich für eine Woche durfte ich nichts posten. Was? Micha konnte drauf zugreifen, aber ich durfte nichts posten, weil ich Inhalte einer terroristischen Vereinigung geteilt habe. Ja, genau, das war das, genau. Konnte ich eine Woche nichts posten. Gott sei Dank hatte Micha dann noch Zugriff. Ja. Der konnte das noch. Aber das ist das ist ein bisschen... Ja, völlig sinnlos. Also ich habe das dann auch kurz einmal nochmal als Story dann gepostet, weil ich das halt einfach total albern und überflüssig fand. Und ich musste ja selber auch erstmal gucken, weil mir wurde ja dann die Story angezeigt, worum es ging. Und ich glaube, das war... Entweder hatte ich gerade den halben Teppichboden verlegt oder war gerade irgendwie fertig und habe dann einfach nur einen Schwenk durch den Raum gemacht und irgendwie almost finished oder irgendwie sowas. Aber was ist denn da Gefährliches drin? Und bis ich dann unten in der Ecke gesehen habe, dieser Bursum-Song, der da halt lief, dachte, okay, das ist halt das Einzige, was halt sein kann. Dann sollen die doch, Instagram ist jetzt ja nicht die kleinste Klitsche, dann sollen die doch dafür sorgen, dass die greifen auf die Spotify-Angebote zurück, dann sollen sie dann die Künstler halt sperren oder was, wenn die damit nicht zufrieden sind. Also das finde ich echt ein bisschen wobei da ist ja auch, also das ist ja auch die große Diskussion, also die Musik von Bursum selber, da ist ja nichts Verwerfliches bei. Also für mich ist das auch so,
man muss das halt trennen, also den Musiker und die Musik. Also natürlich ist das immer ein Mensch dahinter und den muss man halt nicht mögen. Und der hat auch immer seine eigenen Ansichten. Aber ne, das ist halt, glaube ich, so dieses, du magst die Musik und erst dann, wenn die Musik dann erfolgreich wird, dann gucken sich die Leute ja auch den Menschen dahinter an. Die Leute, die wollen ja halt immer mehr und immer mehr wissen. Bei Bosum will ich aber die Diskussion in den Raum stellen. Da könnt ihr dann mal drauf reagieren, ob das nicht der... die Attitüde von Wagwikennis früher gewesen ist, mit seinem Mord, mit seinem stupiden, wie soll ich sagen, mit seiner stupiden Selbstdarstellungs- oder seinem stupiden Selbstdarstellungsdrang, dass das vielleicht dazu geführt hat, dass die Musik populär wurde. Das ist mit diesem, aber das, da müsste man die Chronik nochmal nachlesen, inwieweit das war. Das ist natürlich eine Diskussion. Und ich bin fest davon überzeugt, ich glaube, das gibt keinen da draußen, der mal Wagwikennis bei YouTube folgt, der nicht sitzt und sagt, Alter, hat den Dachschaden. Ja, klar. Diese Videos, die der teilt, das ist ja an ja, der hat Drogen genommen, glaube ich. Also das ist. Ich finde, das kannst du auch nicht vergleichen. Das eine, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Also nur weil man halt die Musik mag, muss man ihn nicht mögen. Und andersrum genauso. Die Leute, die ihn halt geil finden, die müssen ja nicht die Musik dann noch irgendwie besonders. Wer findet ihn denn geil? Also ich kenne keinen, der ihn jetzt sagt, oh, wag wie gerne, so will ich mal werden. Weiß ich nicht. Also ja, dann glaube ich. Es gibt immer irgendwelche Leute. Ja, das kann natürlich also, sein. Wenn es einen davon gibt und den Muße hat, sich zu trauen, das zu veröffentlichen, bitte. Ich würde es gerne wissen. Da gibt's, habe ich schon mal in einer Story erzählt, das war. Ich habe mich mal gefreut, als er bei YouTube so ein paar legendäre Riffs von sich selbst nochmal so gespielt hat. Wo er in seinem Küchentisch sitzt, da irgendwo im Wald in Frankreich und dann zum Beispiel das Jesus-Dode-Riff gespielt hat oder so. Das habe ich mir auch ein paar Mal angeguckt, weil das ist ja Original-Content. Das ist nicht gecovert, sondern Original-Content. Das fand ich super. Aber als dann hat er ja immer so 3-Minuten-Videos geteilt, wo er irgendwas zur sozialkritischen Lage geäußert hat, was schon ein bisschen schräg war. Und dann habe ich mir ein Video tatsächlich angeguckt. Das ging 30 Minuten, wie man sich eine rechte Frau angelt. Da läuft er tatsächlich mit seinen 7 blonden Kindern, läuft er diesen Berg hoch, also so einen Berg hoch, erzählt dann die ganze Zeit, wie man Frauen, die recht sind, beeindrucken kann und wie man die für sich gewinnt. Und du sitzt dann da und du weißt gar nicht, wie du eigentlich denkst du, das ist Satire, aber doch nicht bei Wagwikennis. Also das ist schon ein ganz schräger Typ. Aber ich glaube, das Thema Bursum ist echt schon häufig durchgekaut worden. Ist natürlich immer interessant zu sehen, was einzelne Leute für eine Meinung dazu haben, das ist klar. Aber die Argumente sind alle ausgetauscht, bin ich fest von überzeugt. Und ja, also ich finde, das macht zum Beispiel auch nicht, also egal welchen Künstler, welchen Song oder so du nimmst, wenn du jetzt irgendeinen Song nimmst, wo du die Band oder den Künstler dahinter nicht kennst und du findest den Song geil, dann finde ich es halt einfach auch so ein bisschen... Ja, so ein bisschen fragwürdig, wenn Leute dann halt sagen, nee, ah, das wusste ich zum Beispiel nicht über den Künstler, dass der halt irgendwie total bescheuert ist oder so. Und jetzt finde ich den Song dann doch wieder nicht gut. Sondern das ist einfach gelogen. Also du fandest vorher die Musik gut, ohne halt zu wissen, wer steht dahinter. Und jetzt, wo du weißt, dass der halt ein Idiot ist, findest du die Musik halt nicht mehr gut. Und ich finde, es geht halt immer um die Musik. Also die Kunst muss halt die Kunst bleiben. Und da kannst du dann halt nicht einfließen lassen, wer das dann jetzt erschaffen hat und was der dann in seinem privaten Leben noch irgendwie für andere Sachen machen. D'accord. Es gibt aber auch den anderen und den umgekehrten Fall. Ich erinnere mich an eine Situation, wo vor 2 oder 3 Jahren Mykwa übergecancelt wurde. Dass dann ein Veranstalter speziell auf mich zugekommen ist und gesagt, sag mal, hast du da die Möglichkeit, dass man da irgendwie ans Booking kommt? Jetzt will ich die buchen. So, das gibt's natürlich auch. Wenn sie dann langsam in diesen strittigen Bereich kommen, dass dann Veranstalter auch interessiert sind, die Band dann tatsächlich zu buchen. Und man muss ja sagen, dass Mykwa dann aufgrund der Cancelwelle irgendwie noch mal 2 Konzerte mehr gespielt haben mit noch viel mehr Zuschauern danach. Ich finde, wie du schon sagst, das ist gerade Mykwa, die Musik, finde ich, ist unfassbar stark. Und das ist ein Verbrechen an der Kultur, wenn man sagt, okay, weil da der Drummer von irgendeiner Vorband irgendwo gespielt hat, wo der Wellensittich mal an so einer Hitlerbüste vorbeigeflogen ist, dass man die dann canceln muss. Das finde ich ein bisschen fragwürdig. Das ist tatsächlich so, so stirbt Kunst und so wird das zensiert und das ist. Aber das ist meine persönliche Meinung, das könnt ihr natürlich anders sehen. Ja, nee, sehe ich genauso. Und vor allem im Black Metal ist es ja auch halt immer so eine Gratwanderung. Also man versucht ja halt immer, das Image irgendwie aufzubauen und zu provozieren, wo man provozieren kann. Und viele schießen dann übers Ziel hinaus. Und halt so die Linie zu finden, was kannst du machen, was nicht. Ne? Weil es ist ja ganz klar so, ne, dass die Bands halt davon profitieren, wenn die halt super edgy sind, ne, und dann halt bei anderen halt schlecht ankommen, dann denken, ne, die anderen wieder halt, boah,
Richtig coole Typen, die gucke ich mir jetzt genauer an. Und dadurch kriegst du auch mehr Konzerte und so. Aber diese Provokation möchte ich ja mal drauf angehen. Du hast ja jetzt auch hier das eine oder andere umgedrehte Kreuz. Ich sehe hier keine Zeugen Jehovas vor der Tür demonstrieren, was das hier für eine satanische Hölle ist. Aber wenn du mit dem Klischee des Darwinismus spielst, ja, wo vieles dann in Richtung NS-Black Metal geht, dass dann die Leute sich so aufgescheucht fühlen wie in den 90er Jahren tatsächlich mit diesem Satanismus, diesem klerikalen Antichristentum und so weiter und so fort. Also wenn du dir dann so diese Klassiker ausgesucht hast, ich meine, hast du denn schon vorher im Kopf, welche Lieder du in Zukunft spielen willst? Also wie viele Lieder hast du da im Petto, wo du denkst, ja Mensch, das könnte ich einspielen, das könnte ich einspielen, das könnte ich einspielen? Ja, ich habe mir tatsächlich irgendwann mal eine Spotify-Playlist gemacht oder auch Songs, die dann nicht bei Spotify sind, die schreibe ich mir dann auf und sage, boah, da habe ich Bock drauf, da habe ich Bock drauf, und irgendwann sortiere ich mir dir dann, ne, was ich jetzt als nächstes machen will. Also ich habe schon so einen kleinen Pool an Songs, die ich dann machen möchte. Aber ich mache halt immer eins nach dem anderen. Mhm. Habe ich irgendwann gelernt, das ist halt doch besser, als wenn du fünf Sachen gleichzeitig machen willst. Dann vergisst du was oder es wird halt nicht so gut, wie es sein könnte. Also ich konzentriere mich immer erst auf ein Projekt, mache das zu Ende und dann kommt das nächste. Für die Leute, die das Video von dir nicht gesehen haben, wie du erklärst, wie du zu so einem fertigen Song kommst, kannst du, natürlich nicht in der Länge, aber kannst du mal grob umreißen, wie so der Ablauf ist zwischen diesen Song nehme ich, bis er dann tatsächlich fertig im Kasten ist bei dir. Ja, also sobald ich weiß, dass ich zum Beispiel den Song machen möchte, bevor ich überhaupt ein Instrument in die Hand nehme, das dauert dann schon so eine Woche, manchmal zwei Wochen, weil ich dann einfach den Song komplett auswendig lernen möchte. Also dann höre ich den echt in Dauerschleife. Ganz am Ende ist es da auch der Nachteil, weil ich dann den Song einfach nicht mehr hören kann für eine gewisse Zeit. Also dann kommt er mir echt zu den Ohren raus. Aber ich versuche den dann halt bei jeder Gelegenheit irgendwie zu hören, im Auto, beim Sport oder halt zu Hause oder so. Und höre dann wirklich fast nur noch diesen einen Song, damit ich auf alle Details achte. Ich höre mir dann auch ganz viele verschiedene Versionen an. Oft gibt es ja irgendwie ein Re-Release, Remaster oder sonst irgendwas. Oder Live-Versionen, weil viele Bands, die spielen dann ja auch die Sachen live anders nochmal. Finde ich dann auch immer ganz interessant, weil viele Drummer dann zum Beispiel andere Sachen spielen, ne? Und dann ist der Song dann doch wieder ein bisschen anders. Und dann versuche ich mir immer so die besten Details, die ich halt am besten finde, versuche ich mir dann rauszupicken, um mir dann im Kopf schon mal so ein Bild zu machen, wie der Song nachher werden soll. Also von der Soundrichtung, vom Tuning her, also wie die Gitarren gestimmt sind, oder auch von der Geschwindigkeit. Bei Dissection zum Beispiel habe ich das jetzt beim letzten Mal auch gemacht, also die spielten dann Live-Sachen ein bisschen langsamer, dadurch kam das aber auch ein bisschen fetter, was ich halt ziemlich gut fand. Ja, oft ist das ja so, ne, vor allem Schlagzeuger wollen dann halt immer so schnell, 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 ne, du willst halt zeigen, was du kannst, aber wenn du halt das Gesamtbild dann siehst, dann bringt es halt manchmal doch mehr, so ein bisschen auf die Bremse zu treten und Sachen halt ein bisschen fetter aufzubauen. Und dann, meistens dauert das halt so eine Woche, zwei Wochen gebe ich mir dann Zeit damit. Und dann, wenn ich ungefähr in meinem Kopf halt weiß, wie das Ganze dann am Ende aussehen soll oder klingen soll, dann fange ich halt an, die Sachen zu lernen, also auf den Instrumenten, und dann bereite ich mir, ich gucke mir auch nie irgendwie Tabs oder so im Internet an, also ich verlasse mich dann immer auf meine eigenen Ohren, dass ich dann halt die Songs raushöre. Genau, wenn ich das dann habe, dann mache ich mir halt nur so eine Pre-Production, also weil ich ja die Sachen dann auch per Klick spielen muss, ich kann ja nicht viermal gleichzeitig Sachen einspielen. Ich fange dann immer erst mit Schlagzeug an und dafür brauche ich dann ja eine Klickspur mit den Gitarren zum Beispiel. Das heißt also, ich mache mir so eine Schmutzspur, sage ich dann immer. Bereite ich mir dann vor, kann dann halt erst das Schlagzeug aufnehmen. Wenn ich das dann drin habe, kann ich zu dem Schlagzeug, was ich aufgenommen habe, dann die Gitarren, Gesang, Bass aufnehmen. Ja, und das ist so vom Musikalischen her das Grundprinzip, wie das dann abläuft. Und weil ich ja dann auch versuche immer, dass das Bildmaterial ein bisschen interessanter zu gestalten, mache ich mir dann parallel immer Gedanken, was könnte ich dann nochmal raushauen. Also ich habe jetzt so die letzten Videos habe ich dann ein bisschen mehr mit farblichem Licht und so gearbeitet noch, mit verschiedenen Kameraeinstellungen und so. Das hatte ich ja vorher schon gemacht, aber es wächst halt immer mehr, dass ich ja zum Beispiel hingehe. Früher habe ich immer nur alles mit so Action-Cams gemacht, weil die natürlich halt immer sehr weitwinklig, du kriegst alles drauf. Jetzt bin ich so ein bisschen in die Welt der Spiegelreflex und spiegellosen Kameras eingetaucht und das
ist eigentlich auch ziemlich gut, aber ziemlich... Und teuer, Micha? Und teuer, sehr teuer auf jeden Fall. Ist es teuer? Sag was, die Leute sollen dich hören. Die sollen mich nicht hören. Ja, doch, auf jeden Fall teuer und halt eine Welt für sich, also es braucht halt sehr lange. Aber macht total Spaß und deswegen, ja, dann dauert es natürlich auch noch länger, weil dann kannst du ja nicht irgendwie 6 Spiegelreflexkameras kaufen. Mhm. Kannst du schon, kann ich nicht. Ich auch nicht. Und dann ist es halt so, dann musst du dann Sachen dann doch öfter mal spielen und dann die Kamera erst hier hin, dann den ganzen Song dann nochmal spielen und dann auch von der anderen Seite und so. Aber ja, macht halt Spaß. Es dauert natürlich jetzt noch länger, bis ich dann irgendein Video fertig habe, weil ich kann dann nicht einfach hinstellen, Aufnahme, einmal zocken und fertig, sondern mache ich mir halt viel mehr Gedanken, wo kommt das Licht hin und dass das nicht im Bild ist, dass der Ausschnitt besser ist und so. Aber ja, macht Spaß und ja, mittlerweile dauert es halt doch wesentlich länger. Ich glaube, ich bin jetzt auch dahin gekommen, dass ich gemerkt habe, ich brauche auch mal ein bisschen Pause. Also sonst hatte ich ja immer den Ansporn für mich selber, dass ich immer zum ersten eines Monats ein neues Video rausgebracht habe. Jetzt habe ich mir mittlerweile gedacht, das ist halt so viel Arbeit, die ich halt in meiner Freizeit dann dazu mache. Also ich werde jetzt auch, glaube ich, mehr dahin gehen und sagen, ein bisschen mehr Piano und wenn das Video fertig ist, dann kommt es halt raus. Dann lass uns mal auf diesen Einmonatsrhythmus eingehen, weil da habe ich jetzt nochmal eine Frage zum Ablauf. Wenn du dann dich für so einen Song entschieden hast und den 2 Wochen lang am Stück gehört hast, brauchst du dann tatsächlich 2 Wochen, um das alles fertig zu machen? Oder ist das dann das übernächste Video, weil du, du hast ja eben gesagt, du machst ja eins nach dem anderen. Ja, genau. Also der Prozess ist dann in meinem Kopf erstmal so abgeschlossen nach diesen 2 Wochen und dann kann ich mich auch so ein bisschen auf den nächsten Song vorbereiten, also dass ich dann zum Beispiel sage, okay, der kommt dann als nächstes. Und wenn ich dann zum Beispiel die Aufnahmen und sowas vorbereite, also dass ich halt sage, okay, jetzt kann ich Schlagzeug oder überhaupt die Pre-Production anfangen, in der Zeit kann ich dann auch schon das nächste Projekt dann anfangen. Also dann fange ich schon meistens an und höre dann den nächsten Song irgendwie 2 Wochen lang durch. Also dass ich so ein bisschen immer überschneidend die Zeiten habe, von einem Video zum nächsten. Und wenn du das alles einspielst, wie oft, ich meine, das ist jetzt eine Amateurfrage, das weiß ich selber, obwohl ich mich nicht auskenne, aber das höre ich schon selber raus. Wie oft musst du nochmal neu ansetzen? Wie oft musst du, wenn du was gehört hast, oder gibt es das häufig, dass wenn du was eingespielt hast, du sagst, ach nee, ist doch kacke, ich muss nochmal neu machen oder so. Ja. Ist das nicht nervig, demotivierend, zeitaufwendig und macht das nicht ein bisschen aggressiv? Es macht sehr aggressiv, ja. Aber das ist halt das Musikerleben einfach. Mhm. Also das ist man ja auch, oder ich bin es halt auch so gewohnt von Live-Shows. Also wenn ich irgendwie mich für Live-Bands vorbereite, ist das genau das Gleiche. Du versuchst halt, live hast du natürlich nur eine Chance. Du kannst dich dann nicht verspielen und sagen, oh, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Kommt halt nicht so gut. Und deswegen bin ich eigentlich so, ich bereite mich halt so vor, dass ich mir so sicher bin, dass ich den in einem Take möglichst durchspielen kann, bevor ich überhaupt auf die Idee komme, eine Kamera aufzustellen. Manchmal passiert es dann trotzdem, zum Beispiel, was ich vorhin sagte, bei dem Mayhem-Song oder so, viel häufiger ist es passiert zum Beispiel bei Dunkelheit, wo ich ja dann noch dieses Pad an der Seite hatte und dann halt Schlagzeug und das Pad gleichzeitig spielen musste. Also da hatte ich wahnsinnig viele Outtakes. Ich habe auch irgendwann mal so ein Outtake-Video gemacht, was ich dann aber nur auf meiner Patreon-Seite hochgeladen habe. Aber da hört cleveres Product Placement Patreon-Seite. Genau. Ihr könnt hier klicken. Ja, klicken wir da oben irgendwo. Auch in der Videobeschreibung unten. Ne? Und Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Ja, genau. Und die Glocke, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt. Da hört man dann auf jeden Fall auf, wie ich dann sehr rumfluche. Ja, solche Sachen mache ich zum Beispiel auch gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, das bringt auch, da frage ich mich auch, wenn ich andere YouTuber mir angucke, die dann halt ständig sagen, so, ja, lass mir einen Daumen da und ein Abo nicht vergessen. Also ich würde nie auf die Idee kommen, wenn ich einen gut finde, dann abonniere ich den halt von mir selber und muss nicht erst noch die Aufforderung, dass ich den Daumen hochklicke und die Glocke und was weiß ich nicht was. Also. Darüber haben Doc Ock und ich uns auch lange unterhalten. Das ist so ein bisschen so Klinkenputzen, da fühle ich mich auch nicht gut bei. Super cringe. Und ich finde das auch irgendwie, ich weiß auch nicht, also das ist genauso, wir hatten eben eine Debatte im Auto, sagt Micha, warum produzierst du denn keine, du kannst ja selber anziehen, ne? Ich sag, ich trage doch keine, ich finde das schon echt schräg, wenn Bands auf der Bühne stehen und nur ihre eigenen Klamotten tragen. Das finde ich schon ganz, ganz schwierig. Aber das, vor allen Dingen für meine 30 Vögel, die sich das hier anhören, da mit so einem Pulli durch die Gegend zu laufen, genauso wie mit diesem Schrei nach Abo oder was, das ist gerade, weil wir auch eine Zielgruppe haben, die nicht
Gamer, die nicht 13 sind, die nicht irgendwie Mainstream-Content zwischendurch zwischen Iron Maiden, Rammstein und Politik machen, die dann trotzdem noch jammern, dass sie erst 100.000 Abonnenten haben und so weiter. Also und dann, also das ist, also ich finde das auch ganz, ganz schräg. Ja. Also das ist so. Und Doc Rocks hat auch solche Leute, der kann, wenn einer anfängt mit Glocke und abonnieren und diesem Pipapo, kriegt zu viel. Ja. Man klickt er sofort weg. Ja. Ich sag, das verstehe ich auch. Es kommt auf den Content drauf an, ne? Hier das eine oder andere gucke ich, was auch ein bisschen mit Mainstream unterwegs ist. Aber ich finde das auch schwierig. Nee, also bin ich auch kein Fan von. Ja, ist so, ne? Gut. Ja, wo waren wir? Wir waren dabei, dass du bei Dunkelheit Probleme hattest. Ach so, genau. Das sind dann halt so Sachen, also da konnte man dann halt so das erste Mal. Und das klingt zu simpel, der Song. Das ist, glaube ich. Das sind oft die anspruchsvollen Sachen. Was wo so du unfassbar halt simpel klingt. Genau. Ja, wo du denkst, das kann ich doch eigentlich auch. Und dann, das habe ich aber schon öfter gehört, dass so, was zum Beispiel unheimlich kompliziert sein soll, was ich überhaupt nicht beurteilen kann, aber was ja auch so unfassbar simpel klingt, ist King von Satyricon. Ja. Das klingt ja auch so immer dasselbe, ne? Und immer schön monoton und so. Aber ich habe mal mit einem gesprochen, der auch Schlagzeug spielt, der gesagt hat, der hat gesagt, das ist unfassbar kompliziert, dass du da machst. Also ich glaube, dass das Schwierigste ist halt echt so das Zählen und nicht rauszukommen. Dass du halt nicht irgendwo falsch abbiegst und dann halt genau weißt immer, wo du bist. Und vor allem bei den monotonen Sachen ist es halt wirklich so, du spielst halt einen Part, der so lang ist. Und dann kommt der viermal und du darfst halt nicht beim dritten Mal denken, war das jetzt schon drei oder sind wir schon beim vierten? Weil dann ist halt zu spät. Du musst hochkonzentriert bleiben. Genau. In der Situation, ja. Ich habe mir mal irgendwann, okay, ich habe jetzt halt den Vorteil, dass ich halt alle Instrumente spiele, aber das mache ich zum Beispiel auch bei Bands, wo ich dann live spiele. Längere Zeit mache ich das dann auch tatsächlich so. Bei Nagao zum Beispiel habe ich das dann gemacht. Dann lerne ich halt die Lyrics, ich lerne die Gitarren, ich lerne, okay, Bass haben wir live nie gespielt. Aber ich lerne dann halt quasi alle Instrumente auswendig, damit ich den Song halt komplett weiß. Und wenn ich irgendwann mal diesen Moment haben sollte, dass ich halt weiß, so, ah, war das jetzt drei oder viermal, dann kann ich halt wenigstens auf die Gitarren hören, weil da öfter noch irgendwie Kleinigkeiten sind, wo ich mich dann daran nochmal orientieren kann. Also das ist schon eine große Hilfe. Kann ich auch jedem Sänger vor allem, die halt generell immer sehr faul sind, was Songs lernen angeht, ist auf jeden Fall, finde ich, ein guter Trick, der mir sehr weitergeholfen hat, um nie falsch abzubiegen. Und wie machst du das mit deiner Stimme? Die klingt ja auch recht voluminös und relativ trainiert. Hast du da auch Gesangsunterricht oder Schautunterricht gehabt? Oder wie? Oder hast du das selbst persönlich irgendwie angeeignet? Und machst du das auch als One-Take? Das mache ich auch als One-Take, okay. Ja. Ich habe eigentlich immer, eigentlich bin ich ja Gitarrist. Das war immer so mein Ding. Ich habe auch eigentlich so ziemlich alles alleine mir immer beigebracht. Also ich hatte zwar als Gitarrist damals Musikunterricht zwischendurch, aber als ich dann halt richtig in E-Gitarre eingestiegen bin, habe ich mir das dann selber beigebracht. Natürlich sucht man sich halt immer so Tricks und tauscht sich dann mit anderen aus und so. Das ist ja auch ein Stück weit, ist das ja auch ein bisschen Unterricht. Dann habe ich ja irgendwann mit Schlagzeug angefangen, um besser im Songwriting zu werden, weil sich mein Drummer immer beschwert hat, die Songs, die ich geschrieben habe, die kann halt kein Mensch auf Schlagzeug wirklich spielen. Da habe ich gesagt, okay, damit ich halt ein bisschen besseres Verständnis habe, was ist denn halt so möglich am Schlagzeug, lerne ich halt ein bisschen Schlagzeug spielen. Dann ist das auch ein bisschen ausgeartet bei mir. Und beim Gesang war das dann halt genau das Gleiche. Ich war halt nie irgendwie, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt der Sänger oder so, sondern halt Not am Mann. Der Sänger von uns war scheiße. Dann haben wir den halt rausgeschmissen. Dann habe ich gesagt, okay, dann versuche ich mich mal da dran. Und Gesangsunterricht für Black Metal gibt es, glaube ich, auch nicht so wirklich viel. Es gibt so ein paar. Trainieren. Genau. Bei mir war das eher so die Erfahrung. Du probierst Sachen aus, merkst dann am nächsten Tag, hast du keine Stimme mehr, irgendwas hast du falsch gemacht und dann halt rumprobieren. Das klingt halt scheiße, das klingt ganz gut. Und dann halt einfach wirklich viel probieren für dich selber. Das ist der Vorteil, wenn du auch einen eigenen Raum hast, weil vielen ist das dann ja auch erstmal unangenehm, wenn einer dann daneben ist und zuhört oder so, wenn du direkt mit einer Band irgendwie das machst. Aber dass du dann halt so die Freiheit hast, für dich selber das auszuprobieren. Und dann habe ich einfach rumprobiert. Und dann tatsächlich erst auch, seit ich mit diesen Videos dann angefangen habe und verschiedene Bands, die dann ja auch völlig verschiedene Gesangsstile dann haben, einfach mal rumprobieren, wie machen die das denn? Wie kommen die auf ihre Stimme so? Und eigentlich wirklich so Trial and Error rumprobieren. Okay, wenn du den Song eingespielt hast im Kasten, hast du ja eben erwähnt, dass du das ja mittlerweile zum professionellen Abmischen gibst. Wie läuft das denn nachher? Wie entsteht bei dir der fertige Clip? Ich meine, das ist ja relativ häufig mit Kamerawechseln und teilweise hast du ja dich dreimal im Bild drin.
Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die bei dir vielleicht außergewöhnlich sind? Also, den Sound macht ja dann immer der Tobi für mich. Bin ich auch total fasziniert immer noch. Also vor allem die Arbeit mit ihm läuft halt auch immer super reibungslos. Ich schicke ihm die Sachen. Er hat eigentlich schon immer eine total genaue Idee. Schickt mir das dann einmal zurück, so ein Testmix, wo ich ihm auch eigentlich so gut wie gar keine Ansagen vorher gebe. Dann schickt er mir den ersten Testmix, dann sage ich vielleicht noch das hier, den Bass lauter, das irgendwie ein bisschen mehr Hall oder was auch immer. Und meistens der zweite oder dritte Mix ist dann halt schon das finale Produkt so. Also okay, das läuft super gut, ich arbeite total gerne mit ihm. Und den Videoschnitt mache ich dann tatsächlich noch selber. Und das dauert mittlerweile wirklich sehr, sehr lange. Also alleine das Color Grading und so, das da brauche ich manchmal eine Woche für. Color Grading für die Leute, die sich nicht auskennen? Genau, also du nimmst halt in einer sehr flachen Farbe auf. Also es sieht halt sehr, ja, man sieht halt kaum wirklich Farben. Es sieht halt sehr gräulich aus. Dadurch kannst du nachher aber viele Farben dann besser rausholen. Und dann halt so gucken, wie willst du den Look haben überhaupt? Ne? Willst du das halt wirklich sehr übersättigt haben oder ein bisschen mehr ins Schwarz-Weiße oder ein bisschen düster so kommen? Das heißt also, das vor allem, wenn man dann mit mehreren Kameras arbeitet, die dann anzugleichen, dass das aussieht wie eine Kamera, das dauert dann halt schon relativ lange. Vor allem, wenn man dann am Ende, meistens habe ich irgendwie 22 Videospuren, wenn ich alle Instrumente dann habe, ne, musst du überlegen, Schlagzeug habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spuren, also zweimal Füße und dann einmal ringsrum und dann für Gitarre, Bass und die zweite Gitarre meistens dann auch 3 oder 4 nochmal. Je nachdem, manchmal mehr, manchmal weniger, kommt immer auf den Song und meine Ideen an. Und das Ganze dauert dann halt schon relativ lange und dann halt zu gucken, wie man das dann schneidet und so. Also ich glaube, meistens geht so 1 oder 2 Wochen nochmal fürs Schneiden ungefähr so drauf. Da bist du also für den Song netto mindestens 1 Monat, wie gesagt, wenn du 2 Wochen Musik hörst. 2 Wochen Einspiel, 2 Wochen Nachbearbeitung, also schon fast 6 Wochen. Ja. Das heißt, du musst ja wirklich Vorlauf haben. Ja, genau. Deswegen überschneidet sich das so ein bisschen und deswegen habe ich jetzt auch gemerkt, ich muss mal ein bisschen kürzer treten. Also kann ich dir nur empfehlen. Ich freue mich auch schon ein bisschen auf die Winterpause. Ja. Das ist tatsächlich so, das kann ich auch wirklich mal empfehlen, wenn du da keinen Daumen machst. Weil ich ja auch sagte, ich überlege mir dann immer für jedes Video was Neues, weil ich mich ja auch nicht wiederholen will. Als ich dann irgendwann musste ich meinen Computer komplett neu erneuern, weil der den Geist aufgegeben hat. Und da wollte ich dann halt auch mal gucken, was kann ich da alles rausholen. Da habe ich dann den Song von Marduk gemacht, The Blonde Beast. Und da habe ich dann einfach mal ausprobiert, dass ich mich selber klone. Also in einem Video, ne, weil alle, es gibt halt immer so diesen Running Gag unter meinen Videos, dass ich und meine Zwillingsbrüder oder meine Vierlinge und so, wir dann halt immer alles einspielen. Da habe ich gedacht, okay, dann stelle ich halt mal eine Kamera hin, nehme dann halt alles auf, ohne die Kamera zu bewegen und habe mich dann halt an verschiedene Orte dann halt so reingeschnitten, dass es halt aussieht, als wäre halt 4-mal ich in diesem Raum. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, auch mal gesehen. Ja, das kann, ja, ich glaube, ja. Und das war auf jeden Fall super aufwendig, weil ich da mich tatsächlich immer Bild für Bild einmal ausschneiden musste, so grob gesagt. Das war sehr, sehr aufwendig. Wie lange hast du gebraucht? Das war schon mehr als 1 Monat, ne? Ich habe da, ich glaube, 16 Stunden am Tag. Hast fast, du da Bock zu? Das hat damals Bock gemacht, aber dann war ich auch froh, als fertig war. Ja, und das Schlimme war dann, dass Leute dann danach kommentiert haben, dass ab jetzt jedes Video so sein muss. Habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Also das kann ich nicht machen. Aber ich kann den Anspruch verstehen, ja. Ja, also es war halt so ein Experiment, um zu gucken, was kann der neue Computer hergeben, was kann das neue Schnittprogramm. Also ich habe dann auch das Programm gewechselt und so. Was bringt das dann halt alles? Und einfach mal gucken, wo sind da die Grenzen? Ich habe die Grenzen leider nicht erreicht, aber meine Grenzen habe ich dann auf jeden Fall schon erreicht. Ja. Ja, also mir fehlt da tatsächlich die Muße zu. Ich habe da auf sowas gar keinen Bock. Gut, dann soweit's durch.